Seitenideen fürs Bullet Journal gehören definitiv zu den liebsten Videos, die ich habe. Und ich habe mir all deine Kommentare durchgelesen und zeige dir heute am Mitmach-Mittwoch wieder super viele Seitengestaltungsideen, die du auf deine leeren Seiten bringen kannst, zu Themen, die du mir vorgeschlagen hast. Oh Mann, ihr seid einfach so super lustig. Ihr habt mich wieder vor unglaubliche Challenges gesetzt. Aber pass auf, ich habe es probiert und ich dachte mir, wir fangen mal mit dem meist angefragtesten Thema an. Ob jetzt Hund, Katze, Pferd, in Wellensittich, so Herzchen in unserem Leben sind ja schon wichtig und ich dachte, die verdienen erstmal regulär, bevor wir an die Planung gehen, eine eigene Seite. Diese Seite soll einfach festhalten, was dieses Herzchen so ausmacht. Hier kannst du jedes Haustier, jedes Schätzchen in deinem Leben beschreiben und festhalten, was so besonders daran ist. Ich dachte, so ein Polaroid und so ein Foto bringt das Ganze erstmal so richtig schön ins Laufen, sodass wir uns jetzt so an den Rest der Seite machen können und Besonderheiten festhalten können, wie die Rasse. Und auch so ein Lieblingsessen sollte man nicht vergessen. So ein Lieblingsspielzeug ist auch immer super, wenn man das mal festhält. Ziemlich wichtig finde ich es auch festzuhalten, wer ist der Tierarzt, eine Telefonnummer, vielleicht eine Mailadresse. Super gut kannst du auf so einer Seite auch festhalten, welche Impfungen durchgeführt worden sind. Um jetzt aber ganz individuell auf deinen Schatz zu gucken, würde ich vorschlagen, eine Extra-Seite für jeden Monat anzulegen. Gerade bei Haustieren ist es oft so, dass Futter eine ganz besondere Rolle spielt. Deswegen habe ich dem gleich mal so ein bisschen mehr Platz eingeräumt. Hier kannst du nämlich aufschreiben, wenn du auch mal beim Futter so einen Switch machst und was Neues ausprobierst und auch gleich dazu notieren, wenn es irgendwelche Besonderheiten gab. Auch hier habe ich nochmal so ein kleines Fenster mit Termin, damit du hier auf einen Blick einfach in der Übersicht hast, was diesen Monat ansteht. Ich habe hier mal einen Beispiel-Tracker angelegt. Schaff dir hier so viele Tracker, wie du brauchst oder wie nötig sind. Als Beispiel habe ich jetzt einfach mal x-mal am Tag Gassi gehen und immer wenn ich das erledigt habe, könnte ich es hier abkreuzen. Besondere Notizen finde ich auch immer gut. Hier ist einfach die Möglichkeit, Dinge nicht zu klassifizieren und irgendwie einsortieren zu müssen, sondern hier kannst du auch einfach mal Gedanken zu deinem Schatz einfach nur aufschreiben. Oder auch Notizen, was vielleicht für nächsten Monat schon geplant werden muss. Guck immer, was möchtest du festhalten. Als Beispiel habe ich hier mal noch ein Part mit Tricks genommen. Hier könntest du eine Übung notieren und dazu passen vielleicht auch so Meilensteine. Das muss gar nicht immer so was Großes sein. Das kann schon sein, dass zum Beispiel das neue Futter richtig gut vertragen wird. Vielleicht hier aber auch die Steps, gerade bei Jungtieren, dass sie jetzt stubenrein sind, notieren. Für die weitere Planung von Terminen und To-Dos mit deinem Haustier würde ich persönlich alles ganz normal in die Wochenübersicht packen oder eben in die Daily Logs. War deine Idee nicht dabei, dann schreib sie mir in die Kommentare und ich kümmere mich um das passende Layout. Bis dahin, bleib organisiert, ich bleib's auch. Tschüss!